Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Es geht um Selbstzweifel. Warum sind alle anderen immer besser als ich? Ja, tatsächlich. Es gibt viele Menschen, die besser sind als ich. Und die nächste Frage ist, ist es in Ordnung oder nicht? Und wenn Sie so dahin gelangen, dass Sie sagen können, es ist in Ordnung, dann leben Sie sich's leichter. Wenn Sie sagen, nein, es ist überhaupt nicht in Ordnung und das kann ich überhaupt nicht haben und das gibt's ja nicht und ich halte das nicht aus, dann ist Zeit, was zu tun und dann ist gut, wenn Sie dieses Video anschauen. Das heißt, Selbstzweifel gehören zu unserem Leben und Selbstzweifel sind was Normales, auch was Gesundes, aber wenn die Selbstzweifel zu viel werden, wenn sie eigentlich unser Leben zu sehr steuern und beeinflussen, dann wird es störend und dann ist es Zeit, dagegen was zu tun. Normale Selbstzweifel, sich zu hinterfragen, ist gesund und richtig und gehört auch dazu. Sonst wäre es sogar schlecht, wenn ich überhaupt keine Selbstzweifel hätte, wenn ich beispielsweise Auto fahren würde und überhaupt nicht die anderen wahrnehmen, weil ich nur glaube, ich bin allein auf der Straße und nicht irgendwie mir überlege, bin ich jetzt richtig gefahren, bremse ich da richtig ab, nehme ich wahr, ob was der andere Straßenverkehrsteilnehmer tut. Das sind normale Selbstzweifel, die auch gesund sind. Selbstzweifel, die ungesund sind, ist, wenn ich Dinge ohnehin schon in Frage gestellt habe und dann aber noch jemand anderen brauche, der mich bestätigt. Dass mein Selbststand so gering ist, dass ich eben jemand anderen brauche, um bestätigt zu werden, um gelobt zu werden, um geliebt zu werden, um einen Selbststand zu bekommen aufgrund von jemand, der mich von außen stützt. Also das ist zu bearbeiten. Warum ist es zu bearbeiten? Weil ich sonst nur außen geleitet bin. Ich bin dann nicht aus mir selbst heraus stehend und von mir selbst heraus entscheidungsfähig, sondern ich bin ganz auf die Meinung der anderen angewiesen. Es ist gut, wenn ich die Meinung von anderen einhole, aber entscheiden muss ich trotzdem selber. Es ist gut, wenn ich die Außenwelt wahrnehme und spüre, wie geht's den anderen mit mir, wie geht's mir mit den anderen. Das ist ein Dialog, das ist ein wichtiger Austausch. Aber trotzdem bin ich im Endeffekt auf mich zurückgeworfen, im positiven Sinn, nicht im negativen. Und weil ich eben auf mich zurückorientiert bin und weil ich eben auch mich selbst am besten kenne und am besten wahrnehme, geht es dann darum, dass ich unter Einfluss all dieser anderen Meinungen dann aus der Vielzahl dieser anderen Meinungen dann selbst entscheide, was für mich am besten ist. Wie geht es, indem ich selber auch weiß, was ich will? Und wie geht es, selber zu wissen, was ich wollen will und was ich wirklich auch bin und sein mag und haben mag und tun mag und erreichen mag und entscheiden mag, indem ich weiß, was ich mag und was mag ich, indem ich in der Tiefe mich hineinspüre und meinen tiefen Wert entdecke. Und zwar nicht den Selbstwert, sondern den Grundwert. Der Grundwert heißt, ich bin von jeher in Ordnung und ich bin gut so, wie ich bin. Wurscht, wie meine Eltern waren, wurscht, wie mein ganzes Leben bisher gelaufen ist, egal wie viele Schwierigkeiten und Misserfolge und Hindernisse und Blockaden ich schon in meinem Leben gehabt habe, ganz egal. Aber ich bin grundsätzlich wertvoll. Ich bin gewollt und auch, das ist ein hochtrabender Satz, aber es ist gut, wenn ich mir den selber so zusage, ich bin geliebt. Ich bin geliebt von mir her, ich selbst liebe und es gibt andere Menschen, die mich gern haben. Wenn sie sagen, na, mich hat niemand gern und ich bin eben von niemand geliebt, dann stimmt das nicht. Es gibt sicher irgendjemand, der sie trotzdem gern hat. Irgendjemand. Oder es gab jemand, der sie gern hat. Es gibt jemand, der ihnen wohl will. Also der eben ihnen Wohlwollen zeigt, der sie nicht von vornherein ablehnt. Es gab jemand oder es gibt jemand, der ihnen zustimmt, der sie unterstützt. Und der mag sie eben. Und dieses Mögen ist noch gar nicht, dass ich super bin, so wie ich bin, sondern das Gute ist, es ist okay, dass ich überhaupt bin. Und dieser Grundwert, so nennt man das eben, ist entscheidend, dass meine Selbstzweifel nicht zu stark werden. Weil, ob ich jetzt einen roten Pullover anhabe oder einen grünen Pullover anhabe, das kann meinen Selbstwert heben oder senken. Aber dafür, dass ich überhaupt bin, dafür ist es unabhängig.
Und Selbstzweifel kommen dann, wenn ich nicht einmal weiß, ob ich überhaupt sein kann, wie ich bin. Dass ich mich total hinterfrage. Und das ist eben eine große Gefahr. Wenn ich mich total hinterfrage, sind alle anderen immer viel besser als ich. Und deshalb ist im ersten Schritt so entscheidend, zu sagen, es ist okay, so wie ich überhaupt bin. Noch gar nicht im Detail und noch gar nicht in der Ausformung und in der Aktion, sondern ich als Mensch bin in Ordnung. Wenn das gelingt, haben Sie schon mal viele, viele Selbstzweifel weniger. Und dann kann man auf die zweite Stufe gehen und kann sagen, gut, wie möchte ich konkret sein? Ja? Was muss ich tun, dass ich mich gut fühle in der Art und Weise, ja? So wie ich eben bin. Nicht, dass ich überhaupt bin, sondern was mir jetzt speziell wichtig geworden ist, wie ich mich geben mag, wie ich mich vermitteln mag. Und dieser Schritt ist dann ein entscheidender, natürlich, aber viel, viel leichter als wie diese Basis-Grundwertsache, dieser Selbstwert. Da geht es einfach dann darum, zu merken, aufgrund von der Reaktion von den anderen, ja, das ist eh gelungen. Ja? Es ist gelungen, so wie ich mich gegeben habe, wie ich entschieden habe. Nicht alle werden mir zustimmen, ist auch gar nicht notwendig. Es reicht, wenn einige mir zustimmen. Und wenn mir überhaupt keiner zustimmt, dann kann ich noch einmal in mich gehen und fragen, was war denn jetzt da, was nicht gepasst hat? Aha, ich war zu aggressiv oder ich war einfach unpassend, ich war zu sehr auf mich fixiert, ich habe nicht die anderen mit einbezogen, etc. Ich habe die anderen nicht angesprochen, ich habe die anderen nicht erkannt in ihren Bedürfnissen. Da gibt es dann viele Dinge und das gibt so eine Abstimmung. Ja? Ich muss auf die anderen schauen und die anderen wahrnehmen und ich darf und soll und muss auch im guten Sinn auf mich schauen und mein Bedürfnis abstimmen. Und dieses Hin und Her, das wird immer wieder eben der wesentliche Knackpunkt sein, um zu empfinden, ja, ich bin doch auch okay, ja, und ich bin nicht unbedingt jetzt viel, viel besser als die anderen, aber ich bin auch nicht viel schlechter als die anderen. Ich bin in einer guten Mitte. In manchen Bereichen werde ich besser sein als andere, in manchen Bereichen werde ich schlechter sein als andere. Und das ist okay, weil in Summe passt's. Oder wenn ich verzweifelt bin und mich einsam fühle und mir denke, es mir gelingt überhaupt nichts, dann werde ich einen Schritt hoffentlich wieder zurücktreten, Selbstdistanzfähigkeit aufbauen und merken, ah ja, stimmt, so schlecht ist auch nicht jetzt alles. Ja? Es ist einiges nicht gut, aber vieles ist in Ordnung. Wenn meine Erwartungen so sind, dass ich mich ständig überfordere und auch andere überfordere, wenn meine Erwartungen so sind, dass sie nicht erfüllbar sind, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Selbstzweifel größer werden. Wenn die Latte da oben liegt und das ist immer noch zu wenig hoch, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich enttäuscht bin. Das heißt, ich brauche die Latte jetzt auch nicht da unten hinlegen, um einfach zu sagen, wow, ich bin Superman, ist auch übertrieben. Ja? Es geht um eine normale Latte. Normale Latte, die machbar ist, ein normales Maß, das machbar ist, für meine Fähigkeiten machbar ist. Und da gibt's auch unterschiedliche Bereiche. Ich wäre in Kanon, in Englisch besser sein als wie in Mathematik, wenn ich noch in die Schule gehe. Und da weiß ich, was ist ungefähr meine Latte in Englisch und was ist ungefähr meine Latte in Mathematik. Und ich kann nicht erwarten, dass ich überall gleich gut bin. Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen. Und die kann ich auch im Gespräch mit anderen oder in Rückmeldung von anderen oder durch eigenes Überlegen ganz gut rausfinden. Sozialkompetenz kann man nur rausfinden, indem man es tut und indem man sich öfter auch eine nicht unbedingt blutige Nase, ja, durch einen Kampf, sondern halt einfach durchs Gespräch merkt, okay, da wirke ich nicht gut, da wirke ich schon gut, da komme ich an, da komme ich nicht so gut an, da fühle ich mich gehört und angenommen und da blitze ich ab und da gibt's keine offene Tür. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, dass ich einfach einen guten Weg gehe, um zu erkennen, es ist gut, so wie ich bin. Und dass es wirklich gut ist, so wie Sie sind, das wünsche ich Ihnen, dass Sie wirklich das Gefühl haben, es passt, es ist alles in Ordnung. Wenn Ihnen das gelingt, sich das am Tag vorzusagen, auch wenn Sie Sorgen haben, auch wenn Sie einen Selbstzweifel haben, auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Superman sind. Sie brauchen nicht Superman sein, aber es ist trotzdem okay, so wie Sie sind. Und es ist ausreichend gut. Alles Gute dafür.